Woran erkennt man eigentlich einen schlechten Immobilienmakler? In diesem Video wollen wir mal genau darauf eingehen, und zwar Punkt für Punkt, was denn letztendlich einen guten von einem schlechten Immobilienmakler unterscheidet. Und dafür gucken wir uns auch genau die Punkte an, die viele Menschen da draußen tatsächlich verurteilen, so nach dem Motto Tür aufschließen und dicke Provision verdienen. Das hat nämlich einen Grund. Ja, und dieser Grund liegt in der Qualität der Arbeitsweise. Und diese Qualität gilt es als Immobilienmakler permanent zu verbessern und permanent zu optimieren. Und eine Sache zählt nicht, nämlich Pareto, so nach dem Motto, mit 20% des Aufwands, 80% des Erfolges. Das könnte man natürlich so sehen, nur wenn das Ganze dazu führt, dass die Dienstleistung an sich ad absurdum geführt wird und die Dienstleistung unterirdisch schlecht ist, dann gibt es kein einziges Argument dafür, diese Arbeitsweise zu dulden. Ja, und jeder einzelne Immobilienmakler da draußen hat die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass für das, was ein Immobilienmakler verdienen kann an einer Immobilie, eine herausragende Qualität draußen abzuliefern. Ich würde es ganz einfach nennen, den Immobilienmakler mit Wow-Faktor. Und da wir die da draußen aber leider nicht haben, zum großen Teil, müssen wir genau über dieses Thema sprechen. Und zwar, wo fängt das an? Das Ganze geht nämlich schon dabei los, dass der schlechte Immobilienmakler da draußen im Akquise- und im Einkaufsprozess eben falsche Versprechungen macht. Ja, falsche Versprechungen sind unter anderem das Thema Kaufpreis. Also dem Verkäufer einen Kaufpreis vorzugaukeln, der letztendlich, wenn der Makler selber einigermaßen kompetent wäre und hinschauen würde, schon selber weiß, dass dieser Preis einfach nicht erzielbar ist. Und dazu gibt es heute einfache Tools, wirklich sehr einfache Tools, wo man das mit berechnen kann. Und ein Immobilienmakler, der, ich sage mal, die einfachsten Tools, also die Fähigkeit, also mangelnde, muss man dazu sagen, ja, ich schreibe das mal hier hin, und zwar keine Expertenbewertung. Ja, wenn die Bewertung nur dazu dient, oder der Preis, der Wunschpreis, nur dazu dient, einen Auftrag zu bekommen, dann ist das überhaupt nicht der Zweck, über den ein Expertenmakler spricht, sondern der Zweck eines Expertenmaklers ist es, Immobilien einzukaufen, also Aufträge zu machen mit verkaufbaren Immobilien. Ja? Und damit sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich ein schlechter Makler ist ein Auftragssammler. Ja? Auftragssammler, ja? Also der einfach nur schön Aufträge sammeln, viele, viele, viele Aufträge. Und dem ist es erstmal egal, ob er verkauft oder nicht, sondern er will einfach viele Aufträge haben. Ja? Das ist vom Grunde genommen mal nichts Falsches, viele Aufträge zu haben. Aber es müssen Aufträge sein mit verkaufbaren Immobilien, weil damit versaut der Makler das Image da draußen. Dann haben wir keine Prozesse. Ja? Keine Prozesse. Ein Immobilienmakler, der keine Prozesse draußen hat, ja, ist ein Amateur, ist ein Dilettant. Um das mal ganz klar zu sagen, das ist Dilettantismus auf höchster Ebene. Ja, Prozesse gehören in jedes gut organisierte Unternehmen. Und wer das nicht hat, ist ein Dilettant, der ist kein Profi. Das muss man einfach mal ganz klar und knallhart so sagen. Ja, kein System. Kein System. Ja, wichtiges Thema. Ja, null Struktur. Ja, also ich sage mal bewusst, null Struktur. Ja, also Struktur ist Organisation, ja, sind Abläufe, ja, die laufen. Das ist alles Freestyle bei einem
schlechten Makler. Das ist ein Freestyler. Und da kann man nicht erkennen, dass der irgendeinem Konzept folgt. Ja, das sind so ganz einfache Dinge. Ein schlechter Makler hat kein Marketing. Ja? Hat Angst davor, Mitarbeiter einzustellen, ja? Weil er sich selber noch nicht mal vertraut. Er vertraut nicht sich, er vertraut nicht seinem Unternehmen, ja? Und er glaubt, alles selber schaffen zu können. Und jemand, der glaubt, alles selber schaffen zu können, der ist am Ende des Tages auch nicht in der Lage, wirklich hochqualitative Arbeit zu leisten. Ja, das muss man einfach mal so konstatieren. Ja? Und dann eben schlechte bzw. unprofessionelle, ich sag mal sogar keine ordentlichen Unterlagen. Mit den ordentlichen Unterlagen sind natürlich Exposés gemeint, Vorlagen, Checklisten, all diese ganzen Dinge, die dazugehören. Und glaub mir eins, es ist unvorstellbar, was Menschen da draußen für ein gutes Exposé halten. Ein hochqualitatives Exposé enthält erstmal vollständige Daten zur Immobilie. Enthält mindestens mal 15 Bilder, Minimum 15 Bilder. Hochwertige Grundrisse, vernünftige Beschreibung der Immobilie, des Ortes, des Standortes. Ja? Das heißt, ich als Leser bin in der Lage nachzuvollziehen, um was geht es hier eigentlich wirklich. Und das ist nicht einfach eine lose Blattsammlung, sondern gehört auch ein bisschen Liebe und Leidenschaft rein. Ja, und nicht einfach den ganzen Kram irgendwie dahin rotzen. Okay? Ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch natürlich schlechte Kommunikation. Ja, also schlechte Makler, ja, kommunizieren schlecht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Kommunikation bedeutet, Verkäufer und Käufer regelmäßig zu informieren, immer on track zu sein, immer on air zu sein. Ganz wichtiger Punkt. Und, ich sage mal, last but not least, auch noch ein ganz wichtiges Thema hier ist Anfragen, keine Antwort. Ja, das ist auch wieder so ein super Indiz für einen wirklich dilettantischen Immobilienmakler. Das heißt, du willst ein Objekt kaufen, du hast Interesse an der Immobilie und musst tagelang auf eine Antwort warten. Keine Automatisierung, kein automatisches Exposé, kein Rückruf, keine Antwort, keine Kommunikation, gar nichts. Zusammengefasst sind das nur ein paar Beispiele, die Liste ist endlos lang. Ich könnte noch viel, viel weiter ausholen, woran man einen schlechten Immobilienmakler erkennt, woran man einen guten Immobilienmakler erkennt. Könnte man jetzt einfach die Dinge hier schön umdrehen. Aber dazu werden wir mit Sicherheit hier auf unserem YouTube-Kanal noch das ein oder andere Video machen. Aber nimm dir ein Beispiel daran, wenn du Investor, Kapitalanleger oder Privatverkäufer oder du Privatverkäufer bist, weise den Makler durchaus darauf hin, weil vielleicht hat er es noch nicht mal begriffen, warum er eigentlich schlecht ist. Und falls du da draußen irgendeinen Punkt festgestellt hast, natürlich kann man mal den einen oder anderen Punkt versemmeln. Das ist gar nicht die Frage. Ja? Aber wenn ein Großteil dieser Punkte bei dir eine Rolle spielt und du genug reflektiert bist und ehrlich genug zu dir selber bist, was sehr, sehr vernünftig wäre, weil übrigens das auch eine Eigenschaft eines vernünftigen Menschen ist, dass er ehrlich zu sich selber ist und sagt, Mensch, ich habe auch keine Prozesse, ich habe auch kein System. Ja? Man könnte auch sagen, unprofessioneller Immobilienmakler, ja, schlechte, unprofessionelle Immobilienmakler, dann wäre es an der Zeit, genau das jetzt zu ändern, weil es ist nie zu spät, in der Arbeitsweise, in seiner Einstellung, in seiner Vorgehensweise etwas zu verändern. Und meine Aufgabe und meine Mission ist es wirklich, die Branche zu verbessern und zu optimieren und dabei zu helfen, eben Standards, neue Standards und Standards auf dem höchsten Level zu setzen. Und ich lade dich dazu ein, das auch zu tun. Buch dir hier unten drunter dein kostenfreies Erstgespräch. Dann reden wir ganz einfach drüber. Du kannst sagen, was passiert gerade bei dir, was läuft nicht, wo hast du deine Schwierigkeiten, weil
ein nicht so guter Makler hat auch natürlich nie Zeit, ja, weil er, ich sag mal, den ganzen Sachen immer hinterherläuft. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, setz einen Daumen hoch, kommentier gerne hier unter diesem Video und folge uns auf den sozialen Medien. In diesem Sinne, viel Erfolg!